Moin Leute, somit herzlich willkommen hier zum neuen Video bei Gifno4 und diesmal ein etwas anderes Video. Und zwar befinden wir uns hier gerade in Fortnite rettet die Welt und ja, wir haben neue Waffen bekommen mit dem letzten Update, also nicht das heutige Update, sondern das Update davor. Allerdings haben wir wohl heute, also ich habe es zumindest erst heute gesehen, und zwar jetzt auch die letzte Waffe bekommen, und zwar die Railgun bzw. das Stromschienengewehr. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, wie bekommt man die neuen Waffen? Genau, den Plasma-Entlader und das Stromschienengewehr bekommt man hier einfach aus dem Event-Shop. Einfach hier kaufen. Und die anderen zwei bekommt man, indem man hier diese Auftragsreihe, das Auge des Brainstorm, abschließt. Beziehungsweise man muss es gar nicht ganz abschließen, also man muss bis zu dieser Aufgabe hier kommen. Ja, hier gibt es hier diese eine Laser, wie heißt das Ding, keine Ahnung. Und hier, die haben auch ein bisschen andere Namen als ein Battle Royale, wie sie damals hießen. Und die funktionieren auch einen kleinen Ticken auch anders. Hier Plasma-Entlader, genau, das sind hier diese Waffen. Sternschnuppe, Stromschienengewehr und den Pulsprügler. Genau, also vier neue Waffen hatten wir ja bekommen und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, so ein bisschen so aus Erfahrung, was sind denn die besten hier Mods, die man da quasi sich holen kann. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mal direkt bei dem hier oben an, dem Plasma-Entlader. Genau, Vorteil modifizieren. So, das ist jetzt ein bisschen anders als andere Retti-Welt-Waffen, weil die ein bisschen anders da funktionieren. Das sind eben diese Hightech-Waffen, die ja in Battle Royale damals reingekommen sind bei dem Invasions-Season, genau. Ja, also ich habe jetzt hier ein paar Runden auch gespielt und aus der Erfahrung würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, das hier sind die besten Vorteile, die man hier einstellen kann. Und zwar einmal hier habe ich, ja okay, Energie, das ist ja normal, das ist überall da. Dann habe ich zweimal Schaden habe ich hier gemacht. Ja, ihr könnt da auch hier kritischer Schaden oder kritische Trefferwertung machen, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall Nachladegeschwindigkeit, habe ich gemerkt, bringt gar nichts bei dem Ding. Ne? Weil Nachladegeschwindigkeit ist so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier da steht, Nachladegeschwindigkeit oder Nachladezeit 0,0. Ja, also man hat nicht wirklich eine Zeit, wie das Ding nachlädt. Ja, das ist eben nur so, dass es eher aufladen muss und nicht nachladen. Ja, also nachladen ist quasi wirklich 0,0, sobald die nachgeladet habt, ist so, ist auf jeden Fall, sind noch diese zwei Schüsse auf jeden Fall direkt voll. Ja, also keine Nachladegeschwindigkeit, denn das bringt euch hier an dieser Stelle gar nichts. Ja, sage ich jetzt gerade, wo ich hier auch Nachladegeschwindigkeit drin habe. Genau, das müssen wir mal ändern. Nochmal Schaden. Genau, das habe ich jetzt gerade in dem Fall gar nicht gesehen. Nachladegeschwindigkeit habe ich natürlich drin. Gut, bestes Beispiel auf jeden Fall, aber das bringt euch einfach gar nichts, ja, nach Ladezeit, wie gesagt, sie steht da 0. Machen wir da nochmal ein drittes Mal Schaden, dann vielleicht einmal nochmal kritische Trefferwertung oder so, würde ich mal sagen, oder kritischer Schaden. Ich glaube, wir machen mal kritischer Schaden. Ja, machen wir das mal. Genau, also diese drei hier, die würde ich wirklich auf Schaden einstellen, irgendwas mit Schaden, ob es kritischer Schaden, Normalschaden oder eben Dingens hier ist. Oder eben Haltbarkeit, wie ihr wollt. Ja, aber auf jeden Fall kein Nachladegeschwindigkeit hier. Das bringt gar nichts. Ja, dann habe ich hier 50% Schaden gegen betäubende, in Staucheln geratene, eingefrorene und zu Boden geworfene Ziele. Ja. Und hier Schaden, der Feind hinzugefügt wird, die weniger als 50% haben, eliminiert diese sofort. Ja. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Waffe, und zwar die Pulsprügler. Vorteil modifizieren. Und zwar, hier würde es wieder was bringen, Nachladegeschwindigkeit. Allerdings was anderes habe ich hier krass eingestellt, und zwar die Schussrate. Die kann ich jedem empfehlen. Ne? Es ist ja so, wenn man anvisiert, also wenn man quasi zielt, dass er dann langsamer schießt, die Schüsse aber präziser sind. In Battle Royale war das hier bei dieser Waffe allerdings so, wenn man gezielt hat, also anvisiert hat, dann hat man auch mehr Schaden gemacht bei den Schüssen, ne?
Aus eigener Erfahrung ist es tatsächlich so, dass der Schaden in Rettet die Welt jetzt gleich ist, ja, egal ob ihr anvisiert oder eben nicht, der Schaden bleibt bei dieser Waffe gleich. Ja, das heißt wirklich, ich würde diese Waffe eher so ein bisschen als Nahkampf benutzen, so im Nahkampf, also nahe bis mittlere Distanz würde ich die so ein bisschen benutzen. Und daher habe ich hier auf jeden Fall auch die Schussrate ganz hoch gelevelt. Weil das Ding dann wirklich ganz schön durchbrettert, wenn man dann eben nicht anvisiert. Und diese Waffe ist für mich auf jeden Fall hilfreicher, wenn man nicht anvisiert. Genau, dann habe ich hier einmal noch auf Schaden gelevelt, einmal kritischer Schaden, Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Und dann diese Sache hier, wenn du mit dieser Waffe mal einen Feind eliminierst, werden deine Schilde um 3% des verursachten Schadens regenerieren und du erhältst 8 Sekunden lang 20%. Maximale Schilde, genau. Jo, so viel dazu. Wir werden die gleich auch nochmal testen. Ja, dann zur Sternschnuppe. Genau, da habe ich jetzt diese Vorteile hier mit drauf. Energie, logischerweise. Dann einmal Schussrate. Ja, also das ist ja schon so eine Waffe, die wirklich extrem schnell eben schießt, beziehungsweise die schießt einfach einen Laser ab. Und um da einfach mehr und den besten Schaden rauszunehmen, würde ich euch wirklich empfehlen, hier auf Schussrate nochmal hochzuziehen. Ja, den Schaden habe ich hier gemacht. Normalschaden. Kritische Trefferwertung. Natürlich kann man hier auch Headshot, also Kopfschuss Schaden machen. Das geht jetzt aber nicht. Kriegsschuss vermeiden. Okay. Also kritische Trefferwertung habe ich hier mit, dann 24% Schaden, also Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Und hier unten, wenn du mit dieser Waffe einen Feind eliminierst, werden, also quasi dasselbe wie gerade eben. Genau. Und dann jetzt die Railgun, beziehungsweise das Stromschienengewehr, wie das Ganze hier heißt. Ja, da habe ich auf jeden Fall einmal kritischer Schaden. Hier ist auf jeden Fall auch eine Modifikation, die nichts bringt, und zwar Magazingröße, Leute. Levelt hier nicht auf Magazingröße. Ich habe das ausprobiert. Ne? Sobald man bei 50% ist, steht zwar hier in den Stats, dass die Magazingröße 2 hat. Allerdings dann, wenn man sie dann in-game spielt, hat die trotzdem nur einen Schuss drin und dann man muss nachladen. Ja? Deswegen hier einmal auf jeden Fall auf Nachladegeschwindigkeit leveln. Ja, hier war ich auch noch am Überlegen, ob ich die nochmal ein zweites Mal auf Nachladegeschwindigkeit hochziehen sollte, ja, dann kann man wirklich extrem schnell mit dem Teil durchballern, denke ich mal. Aber bleibe jetzt erstmal hier bei kritischen Schaden. Genau, oder beziehungsweise ich habe hier zweimal kritischer Schaden. Dann Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Und wenn du mit dieser Waffe einen Feind triffst, werden deine Schilde um 3% des verursachten Schadens regeneriert. Und du erhältst 8 Sekunden lang 20% maximale Schilde. Ja, ich würde sagen, wir springen jetzt mal in die Runde rein. In eine 130er und dann, ja, zeige ich euch mal so ein bisschen, was diese Modifikationen tatsächlich ausmachen. Ja, bei einigen Waffen merkt man das wirklich sehr krass. So, wir sind jetzt in-game und die Waffen habe ich hier auf jeden Fall gleich parat hier. Hier diese Sternschnuppe, die, ich muss gucken, wie die hier in der Welt heißen, Pulsprügler und das Stromschienengewehr. Genau, die Plasmakanone, die testen wir auf jeden Fall gleich. Ja. Und zwar sind wir jetzt hier einfach im Lagermission. Jetzt hier in der 132er. Es gab keine 130er-Mission. Genau, jetzt probieren wir einfach mal hier diese Sternschnuppe. Und ihr seht, die lasert auf jeden Fall ganz schön. Aber die macht, dadurch, dass sie so lasert, trotzdem ziemlich wenig Schaden. Deswegen auf jeden Fall hier wirklich sehr auf Schaden leveln und Schussrate. Genau. Dann einmal hier die hier. Da habe ich ja gesagt, die benutze ich eben nicht so auf Fernkampf. Weil man einfach, wenn man die so eben nicht anvisiert und dann auch auf Schussrate levelt, dann ballert die ganz schön gut durch. Und schadenstechnisch ist sie auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und ich fahre hier ständig runter bei dem. Geh mal da hoch, Alter. Ey! Ja, das sind die ganzen Zombies unten. Super. Na, wir müssen jetzt hier mal hier ein bisschen anvisieren.
Kann man zwar auch benutzen, ne, aber... Ja. Ja. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Man merkt hier richtig die Schussrate, die wir hier gelevelt haben bei dem Ding. Ja, dann gehen wir mal hier zu Raygun. Oh, was kommt dieser Dino hier? Ja, man muss natürlich erstmal treffen, dass man überhaupt Schaden macht. Ne? Ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil Energiewaffen und Feuer Gegner, die ist ein bisschen schlechteres Beispiel jetzt. Ja, hier sind noch ein paar einzelne, die noch fehlen. Beim nächsten Lager zeige ich euch jetzt auch mal die Plasma-Dings hier. Oder ich zeige es hier einmal auf Fernkampf hier. Batz. Ne, also schadenstechnisch ist sie auch in Ordnung, ne? Die schießt auch durch eine Wand durch, also auch durch zwei Wände, wie es in Battle Royale auch war. Also man kann auch zwei Zombies hintereinander damit treffen. Mit dem Schuss. Ich hätte mir gewünscht, dass das in Red Welt nochmal ein bisschen angepasst wird. Dass man damit auch wie mit der Fairhair durch mehrere Wände schießt, also so durch fünf oder so, weil das ist ja schon eine sehr krasse Waffe. Ne, also ja, ist in Ordnung, ne? Aber ich würde tatsächlich sagen, die beste Waffe von allen ist die Plasmakanone. Das eine Vieh hier ist hier unten drunter gespawnt, ne? Probieren wir das mal zu treffen hier. Jawohl. Ne? Auch wenn die Zombies hier backen und irgendwie in den Boden spawnen, könnt ihr damit easy die Zombies auch erwischen, ne? So viel dazu, ja. Gut, dann würde ich sagen, rüsten wir mal hier die Plasmakanone aus. Plasma-Entlader, der habe ich schon ein bisschen benutzt, aber das macht ja nichts. Ne? Und die ist wirklich sehr sinnvoll. Ne? Pro Schuss braucht sie 3 Energiezellen. Ne? Anders als im Battle Royale. In Battle Royale musste man ja einfach einmal kurz Schusstaste drücken. Also in dem Fall linke Maustaste. Und, Alter. Und hier in Red Welt ist es jetzt so, dass man die gedrückt halten muss, bis er abschießt, ne? Dann kommt halt die Energiekugel und ballert halt alles durch. Ne, und jetzt hier, ich drücke jetzt Nachladetaste. 3, 2, 1. Zack. Und im 0, nix ist das Magazin wieder voll. Also man hat quasi 2 Schüsse drin. Aber wie gesagt, das macht in dem Fall wirklich gar nichts aus, weil man trotzdem das Ding trotzdem kurz aufladen muss, bis man wieder abschießen kann. Genau, ne? Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, dann gucken wir mal, wo das nächste Lager ist, da hinten. Ja, da wollte ich ja eigentlich hin. Na, das ist auf jeden Fall richtig hilfreich, auch wenn Massen an Zombies kommen. Vor allem, wenn man auch so einen Fallentunnel hat oder so beispielsweise und da ballert man noch dieses Ding mit rein. Das ist dann schon ein Unterschied. So, jetzt passt auf, ne? Ich lade das Ding auf und baller das einmal dadurch, Alter. Ja, das sind meistens immer nur die Dicken, die hier einen Schuss überleben. Okay, gut, die überleben halt ein bisschen mehr, weil die halt Feuer, Dings haben, Feuerfähigkeit.
Aber das ist schon echt krass, was dieses Ding drauf hat, ne? Also meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Und vor allem das Ding, das braucht auch nicht so viel Energiemunition, ne? Wir haben ja hier beispielsweise hier die Elektro... Wie heißt das Ding? Ich habe länger keine Rettet Welt mehr gespielt, sorry. Ich glaube Elektro-Röhrenwerfer heißt der. Neonwerfer? Ne, Neonwerfer. Glaube ich, ja. Der braucht ja, glaube ich, 60 Energiezellen für einen Schuss. Und im Vergleich von den Effekten her würde ich tatsächlich dann doch das Teil hier eher nehmen. Also ihr seht es, ne? Ich schieße zweimal hier diese Energiekugel ab und bestimmt 80% aller Zombies, die sind schon down. Also das Ding hier, das lohnt sich definitiv auf jeden Fall. Das würde ich, denke ich mal, auch auf jeden Fall in Zukunft länger spielen. Die hier finde ich auch ganz nice, ne? Ja, auf jeden Fall sehr nice Waffen. War auf jeden Fall auch sehr überraschend, dass Epic Games die jetzt so reingebracht hat. Weil es hat ja erstmal, die hießen, dass sie keine größeren Updates mehr machen. Red Dead Welt ist da. Es kam jetzt wirklich ein paar, also bestimmt mindestens ein Jahr oder so, gab es jetzt keine neue Waffe in Red Dead Welt. Und ja. Also ich finde es sehr nice, ne, wie gesagt. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung rein in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer GF04 und schön mit Öl. Dann, ne?